Für die damals sechsjährige Mary Boyle und ihre Geschwister sollte es im März 1977 ein schönes Familienwochenende bei den Großeltern auf einer abgelegenen Farm in Irland werden. Doch was erst so harmonisch anfing, endete schon bald in einem einzigen Albtraum. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Mystery hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mir ist übrigens aufgefallen, dass ich in letzter Zeit immer, wenn ich ein Video drehe, immer dieses T-Shirt anhab. Also keine Sorge, ich ziehe mich zwischendurch auch mal um, aber irgendwie ergibt sich das immer so. Ja, mein heutiges Video wird übrigens von Surfshark gesponsert. Surfshark ist ein VPN-Dienst, also VPN steht für Virtual Private Network und dient grob gesagt so zu eurer Sicherheit im Netzwerk. Mit VPN kann man seine Online-Aktivitäten verschlüsseln, das heißt, Daten können nicht irgendwie getrackt oder gestohlen werden. Man kann zum Beispiel auch seinen Standort damit verschlüsseln. Zum Beispiel passiert es mir öfter mal bei meiner Recherche, dass ich auf irgendwelche Seiten aus den USA zugreifen möchte und dann steht halt immer, dass das aus irgendeinem Grund halt nicht möglich ist, weil ich nicht in den USA bin, sondern in Deutschland. Und mit einem VPN-Dienst kann man das Ganze eben umgehen. Also das heißt, in meinem Fall könnte ich dann auch Artikel aus den USA lesen. Das ist jetzt mal nur ein Beispiel. Das gilt zum Beispiel auch für bestimmte andere Videos oder Serien, wo ihr eventuell eigentlich in einem anderen Land sein müsstet. Und mit VPN könnt ihr auch euren Standort verschlüsseln. Das heißt, ihr könnt sozusagen vorgaukeln, dass ihr ganz woanders auf der Welt seid und dann eben auch auf andere Inhalte zugreifen. Wie immer gibt es natürlich auch einen Rabattcode. Der Rabattcode lautet Mellys Mystery. Damit bekommt ihr 83% Rabatt und 3 Monate extra kostenlos dazu. Euer Abo könnt ihr dann auf eine unbegrenzte Anzahl an Geräten anwenden und es gibt auch eine 30-Tage Geld-Zurück-Garantie, falls ihr doch nicht so zufrieden seid. Wie gesagt, die Infos sind in der Infobox. Ja, und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal direkt in den heutigen Fall rein. Mary Boyle wurde am 14. Juni 1970 in Birmingham, England, als Tochter von Charlie und Anne Boyle geboren. Sie hatte eine Zwillingsschwester namens Anne und wie ihr gerade vielleicht gemerkt habt, heißt die Zwillingsschwester genauso wie die Mutter. Und damit es nicht zu Verwechslung kommt, werde ich die Zwillingsschwester in diesem Video einfach Annie nennen. Noch dazu hatte sie einen 3 Jahre älteren Bruder namens Patrick. Marys Eltern hatten sich beim Tanzen in Birmingham, also in England, kennengelernt, aber ursprünglich stammten beide aus Irland. Als Mary und ihre Zwillingsschwester erst 2 Jahre alt waren, zogen ihre Eltern dann auch wieder zurück nach Irland, weil der Vater Charlie seine Heimat wohl so sehr vermisste. Um genau zu sein, zogen sie nach Kincaslay, ein winziges Küstendorf im Norden Irlands in der Grafschaft Donegal. Der Vater Charlie fand auch sehr schnell Arbeit in einer nahegelegenen Fabrik. Kincaslay hat heute etwa 40 Einwohner, ein Wirtshaus und ein winziges Lebensmittelgeschäft. Und ich glaube, in diesem Dorf kann man wirklich sagen, dass jeder jeden kennt. Für die Kinder schien die Gegend perfekt zu sein zum Aufwachsen. Es war super viel Natur, es war ruhig, viele Tiere, es gab viel zu beobachten und die Kinder entwickelten sich wirklich auch prima. Und die ganze Familie schien angekommen zu sein und sich wirklich sehr wohl zu fühlen. Auch die Großeltern lebten nicht allzu weit entfernt. Das war, glaube ich, ungefähr 1 Stunde Autofahrt. Und zum St. Patrick's Day wollte die Familie zu den Großeltern nach Cashelard bei Ballyshannon fahren. Ich hoffe, diese Orte habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Die Großeltern lebten in einer Farm mitten im Grünen und die nächsten Nachbarn waren ungefähr 800 Meter vom Haus der Großeltern entfernt. Ansonsten gab es dort wirklich endlose Wälder und Grünflächen. Es war teilweise auch so ein bisschen sumpfig. Es gab ein paar Seen. Also falls ihr schon mal in Irland wart oder ja, allgemein schon mal irgendwie Bilder von Irland gesehen habt, könnt ihr euch die Natur wahrscheinlich ganz gut vorstellen. An diesem Wochenende kamen auch Marys Cousins zum Haus der Großeltern, was das Ganze für sie immer zu so einem Highlight machte, denn die ganzen Kinder tobten dann natürlich immer viel zusammen und verstanden sich sehr gut. Am 18. März 1977 kam die Familie dann in Cashelard bei der Farm der Großeltern an und zu dem Zeitpunkt war Mary 6 Jahre alt. Insgesamt waren an diesem Wochenende
Wochenende 11 Familienmitglieder anwesend. Einmal Mary mit ihren Eltern und den Geschwistern, dann die Großeltern, natürlich die dort lebten, Lizzie und Patrick, und ihr Onkel Gary und seine Frau Eva mit deren Söhnen Gerald und Gregory. Am Nachmittag spielten die Kinder dann draußen im Garten. Also es war ja wirklich ein riesiger Garten, eigentlich unbegrenzt. Und das war natürlich super zum Toben. Und die anderen bereiteten in der Zeit im Haus das Abendessen vor. Zu einem Zeitpunkt kam Mary dann wohl ins Haus gerannt, umarmte ihre Mutter und sagte: Mama, ich habe heute vergessen, dir einen Kuss zu geben und dich zu umarmen. Und anschließend stürmte Mary wieder raus zum Spielen. Und ich glaube, daran sieht man, dass das Ganze wirklich so eine heile Familienwelt war. Also die Kinder hatten ein sehr gutes Verhältnis zu den Eltern. Die Eltern waren extrem liebevoll und ja, es war einfach wirklich sehr harmonisch alles. Diese Szene, in der Mary ins Haus kam und ihre Mutter umarmte, blieb der Mutter noch sehr, sehr im Gedächtnis, denn es war die letzte Szene, an die sie sich bewusst mit ihrer Tochter erinnern sollte. Zur gleichen Zeit, als die Kinder draußen am Turm waren, reparierte der Onkel das Dach vom Farmhaus, denn dort war wohl irgendetwas kaputt gegangen. Er war auf einer Leiter und war da eben so am Rumwerkeln und nebenbei konnte er auch immer wieder einen Blick auf die Kinder werfen. Es war alles super, also sie tobten ganz ausgelassen und ja, es schien perfekt. Gegen 16 Uhr war er dann mit den Reparaturarbeiten fertig und er hatte wohl diese Leiter, mit der er aufs Dach geklettert war, von den Nachbarn ausgeliehen. Und ich habe euch ja erzählt, dass die nächsten Nachbarn ungefähr 800 Meter entfernt wohnten und er wollte die Leiter dann am gleichen Nachmittag auch noch wieder zurückbringen. Es war ein Fußweg von ungefähr 10 Minuten und als der Onkel sich auf den Weg machen wollte, kam Mary auf einmal zu ihm und sagte, sie wolle ihn gerne begleiten. Der Weg führte über mehrere Wiesen, es war zu dem Zeitpunkt auch etwas matschig und nach 5 Minuten, also ungefähr auf dem halben Weg, hatte Mary dann plötzlich keine Lust mehr, weil sie wohl auch nicht so ideale Schuhe anhatte und sagte dann zu dem Onkel, sie würde umdrehen. Wie gesagt, es war dann nur ein Weg von 5 Minuten, den sie wieder zurückgehen musste und es waren ja wirklich nur Wiesen und Mary kannte die Gegend auch relativ gut, weil sie schon häufiger bei den Großeltern war. Gary schaute ihr noch einmal ganz kurz hinterher und dann ging Mary auch wieder zurück. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige jetzt wieder sagen werden, ja, wie kann man denn ein 6-jähriges Mädchen wieder alleine zurücklaufen lassen. Aber ihr müsst bedenken, es war ja auch eine andere Zeit. Es war Ende der 70er Jahre und es war wirklich eine sehr, sehr friedliche Gegend und eigentlich hätte auf dem Weg gar nichts passieren können. Entführungen und so weiter kamen zu der Zeit noch deutlich seltener vor als heute. Doch auf diesem halben Weg sollte Mary Boyle dann spurlos verschwinden. Sie trug zuletzt einen lilafarbenen Cardigan, eine braune Hose und schwarze Boots. Ihre Haare waren mit Schleifen zu Zöpfen hochgebunden. Der Onkel Gary berichtete später, er war dann ungefähr 30 Minuten bei den Nachbarn, hatte noch etwas mit ihnen gequatscht, hatte die Leiter zurückgebracht und ist dann auch wieder zurück zum Farmhaus der Großeltern gegangen. Genauer gesagt kam er gegen 4:30 wieder beim Haus von Marys Großeltern an und machte sich dann direkt an die nächste Reparaturarbeit bei einem Steinwall vor dem Haus. Er schaute jetzt nicht so nach Mary, also er ging davon aus, dass sie selbstverständlich den 5-Minuten-Weg nach Hause gut überstanden hatte und wahrscheinlich irgendwo mit den anderen Kindern war oder vielleicht im Farmhaus war. Also es war auf jeden Fall so eine sehr lockere Atmosphäre. Jeder machte so ein bisschen sein Kram und deswegen ging er halt einfach davon aus, dass sie natürlich wieder zurückgekommen war. Nach einer Weile kam Marys Mutter Anne aus dem Haus und schaute nach den Kindern, doch Mary war verschwunden. Sie rief den anderen Kindern, also einmal Marys Zwillingsschwester Annie, ihrem Bruder Patrick und den Cousins, zu, ob irgendjemand Mary gesehen hatte. Doch alle sagten, sie hätten Mary schon seit einer ganzen Weile nicht mehr gesehen. Zuletzt hatten sie sie gesehen, als sie mit dem Onkel auf dem Weg zu diesen Nachbarn war. Die Mutter Anne bekam sofort Panik, denn auch wenn es in der Gegend kaum Menschen oder Verkehr gab, so hatte auch die Natur ihre
Hütten. Die Gegend war sehr sumpfig und es gab auch große Seen. Sofort schauten alle noch einmal genau im Garten. Vielleicht hatte sich Mary ja aus irgendeinem Grund versteckt oder so. Und auch das Wohnhaus wurde natürlich nochmal abgesucht. Auch sämtliche Schuppen, die auf dem Grundstück standen. Aber Mary war nirgends zu sehen. Onkel Gary machte sich dann auch sofort nochmal auf den Weg in Richtung Nachbarn, weil er sich dachte, vielleicht war sie ja irgendwo auf dem Weg stehen geblieben, vielleicht hatte sie irgendwas entdeckt, was sie abgelenkt hat oder was auch immer, aber auch dort konnte er sie nicht entdecken. Schon bald waren natürlich alle alarmiert und riefen dann überall nach Mary, doch sie war wirklich wie vom Erdboden verschluckt. Die Erwachsenen gingen dann auch zu einem nahegelegenen See, wo gerade einige Fischer mit ihren Booten unterwegs waren und einer der Fischer hieß Peachy Conlock. Und er hörte die Rufe von Anne und Gary, die nach Mary suchten. Und als Onkel Gary zuerst den See erreichte, war er völlig aufgebracht und fragte den Fischer, ob er ein kleines Mädchen gesehen hätte. Doch dieser verneinte und sagte zunächst, er hätte nichts Verdächtiges bemerkt. Der Fischer PG bat dann auch Anne an, sie zur nächsten Polizeiwache zu fahren, die etwa 8 Kilometer entfernt lag. Ja, man kann sich natürlich fragen, warum haben sie denn nicht einfach die Polizei gerufen? Aber es war wohl so, gerade weil es auch eine sehr abgelegene Gegend war, dass viele dort tatsächlich gar keinen Telefonanschluss hatten. Und die Häuser lagen ja auch generell sehr weit auseinander und so war es einfach das Einfachste, direkt auf die Polizeiwache zu fahren. Und dort meldete man Mary dann auch natürlich als vermisst. Die Zeit wurde leider immer knapper, denn es dämmerte bereits und es war klar, wenn Mary irgendwo da draußen in der Natur war, dann würde es natürlich schwierig werden, sie zu finden. Erst gegen 18 oder 19 Uhr konnte die Polizei dann die Suche starten. Leider hat es dann auch noch angefangen zu regnen, was die Suche natürlich noch zusätzlich sehr erschwerte. Auch einige Leute von der Army halfen bei der Suche, Marys Familie natürlich, einige Nachbarn waren dazugekommen und auch noch andere Leute aus dem Dorf und alle machten sich mit Taschenlampen und Fackeln auf den Weg, um in der Natur nach Mary zu suchen. Das Verschwinden von Mary sprach sich sehr, sehr schnell in der kleinen Gegend herum und zunächst gingen alle davon aus, dass Mary wahrscheinlich aus Versehen sich irgendwie verlaufen hatte. Die Suche dauerte die ganze Nacht an, doch es gab keine Spur von der 6-Jährigen. Auch Helikopter wurden eingesetzt, um die ganze Gegend abzuscannen, aber leider fand man nichts und einige Tage später war der Fall von Mary Boyle schon in ganz Irland bekannt. Nach einer Woche wurden dann auch Taucher eingesetzt, die den See in der Nähe des Hauses der Großeltern absuchten, also dort, wo auch die Fischer unterwegs waren. Aber auch dort fand man nichts, was die Ermittler sehr wunderte, denn für sie war das zunächst die einzig logische Erklärung, dass Mary irgendwie zu dem See gegangen war und dort eben ja ertrunken war. Doch eigentlich hätte dann der Körper sowieso schon lange an die Oberfläche gespült werden müssen. Später wurde der See dann auch nochmal komplett entwässert, aber man fand nichts. Auch die Sümpfe in der Umgebung wurden mit einem Bagger umgegraben, aber wieder ohne Erfolg. Für die Ermittler wurde der Fall immer rätselhafter. Man hatte schon das Gefühl, alles getan zu haben. Die ganze Gegend wurde wirklich abgesucht, aber man fand nicht mal die winzigste Spur, kein Schuh, kein anderes Kleidungsstück, nichts. Dass Mary noch am Leben war, schien mittlerweile doch sehr unwahrscheinlich. In den nächsten Wochen wurden dann auch Nachbarn und andere Bewohner aus der Gegend befragt. Und dann startete die Polizei auch noch einen letzten verzweifelten Versuch, um irgendwie eine Spur zu finden. Und zwar setzte man Marys Zwillingsschwester Annie ein, um den ganzen Fall nochmal zu rekonstruieren. Man ging mit ihr den gleichen Weg, den Mary auch zuletzt gegangen war. Man erzählte ihr davon nichts und dann sagte man eben, sie solle wieder zurück zum Haus der Großeltern laufen, also alleine. Sie wurde dabei heimlich überwacht und man hatte dann irgendwie gehofft, dass sie vielleicht irgendetwas wahrnehmen würde oder irgendwie einen anderen Weg einschlagen würde, was dann irgendwie zu Mary führen würde, weil die beiden waren ja Zwillingsschwestern und man hatte irgendwie die Hoffnung, dass die beiden so genau gleich dachten und dass Annie vielleicht noch irgendwas anderes machen würde, als direkt zum Haus der Großeltern zu gehen. Aber dabei kam nichts heraus. Also Annie ging einfach direkt zum Haus der Großeltern und
Ja, mehr machte sie nicht. Marys Geschwister wurden dann auch schon bald in Begleitung anderer Verwandten wieder ins Heimatdorf nach Kincaslay geschickt, weil sie auch zur Schule mussten. Aber Marys Eltern Anne und Charlie blieben weiterhin noch bei den Großeltern, weil sie einfach nicht aufgeben wollten und ja, weiter nach Mary suchten. Doch nach 6 Wochen mussten auch sie schließlich aufgeben und fuhren dann auch wieder zurück in die Heimat, was ich mir unglaublich hart vorstelle. Man plant einfach so ein perfektes Familienwochenende bei den Großeltern und muss dann irgendwann ohne ein Kind wieder zurückfahren. Sie mussten nun darauf vertrauen, dass die Polizei weiterhin alles geben würde, um Mary zu finden. Monate und Jahre vergingen, Annie wuchs ohne ihre Zwillingsschwester zu einer jungen Frau heran und wurde dann mit 17 Jahren selbst Mutter einer Tochter, die sie Mary nannte, also in Erinnerung an ihre geliebte Zwillingsschwester. Der Bruder von Mary, Patrick, ging später zur Army. 2005 starb Marys Vater Charlie bei einem Fischerunfall an der Küste. Ja, und als ob das nicht alles schon schlimm genug wäre, zerstritten sich auch noch Marys Mutter und die Zwillingsschwester Annie, denn beide waren sich nicht einig darüber, was mit Mary passiert war. Annie sagte, sie wäre sich ganz sicher, dass Mary entführt und ermordet wurde. Aber die Mutter will daran nicht so glauben. Sie denkt zwar auch, dass Mary entführt wurde, aber sie glaubt, dass Mary noch irgendwo am Leben ist und ja, ein gutes Leben führt. Die Zwillingsschwester Annie soll tatsächlich auch damals eine ganz bestimmte Person verdächtigt haben und war sich sehr sicher, dass diese Person das getan hat, aber der Name von dieser Person wurde nie veröffentlicht. 2016 war Annie auch in einer Dokumentation über ihre Schwester mit dem Titel Mary Boyle – The Untold Story zu sehen. Und in dieser Doku werden auch verschiedene Theorien zu dem Verschwinden von Mary behandelt. Die Dokumentation ist bis heute sehr umstritten, da dort behauptet wurde, dass die Ermittlungsarbeit zum Fall Mary Boyle unter politischen Einfluss standen. Das heißt, dass irgendein Politiker seine Finger da im Spiel hatte und die Ermittlungsarbeiten verzerrt hat. Ich habe da nicht so genau Informationen drüber gefunden. Das Ganze wurde auch schnell versucht, wieder totzuschweigen. Und ob da jetzt wirklich irgendetwas hintersteckt, ist bis heute nicht ganz klar. Aber ich finde das schon irgendwie ein bisschen seltsam. Tatsächlich wurden die Filmemacher dafür auch später verklagt. 2017 wollte Annie dann Einblick in die Ermittlungsarbeiten zum Fall von Mary Boyle haben. Allerdings gibt es wohl die Regelung, dass die Person dafür erstmal für tot erklärt werden muss. Annie stimmte dem auch zu, also sie wollte das auch. Aber die Mutter Anne war dagegen. Sie wollte nicht, dass man Mary Boyle für tot erklären würde. Und das führte dann auch dazu, dass sich die Zwillingsschwester Annie und die Mutter Anne endgültig zerstritten. Kurz nach Marys Verschwinden wurde ein Mann vernommen, aber direkt wieder freigelassen und später fiel der Verdacht zwischenzeitlich auf einen verurteilten Kindermörder namens Robert Black. Dieser hatte zwischen 1969 und 1987 nach eigener Aussage 19 Kinder umgebracht und 4 Morde konnten ihm tatsächlich davon nachgewiesen werden. Er war auch tatsächlich häufiger in der Gegend rund um Donegal und soll auch Kontakte in Marys Heimatort Kincaslay gehabt haben. Am Tag von Marys Verschwinden soll er dann mit seinem Van bei einem Pub in der Nähe von Marys Großeltern gesehen worden sein und es gibt einige Leute, die behaupten, sie wären sicher, dass sie sein Auto eben gesehen hätten und dass sie aus diesem Auto komische Geräusche hörten. Sein Van wurde damals scheinbar auch untersucht, aber es gab keine Hinweise, dass er irgendwie etwas mit Marys Verschwinden zu tun hatte. 2016 verstarb Robert Black dann auch im Gefängnis. Das heißt, falls er es gewesen war, wird es, ja, nicht ans Licht kommen, beziehungsweise wird er es nie gestehen können. Das Cottage der Großeltern ist mittlerweile verfallen und Marys Zwillingsschwester Annie versucht immer noch den Fall ihrer Schwester am Leben zu halten und natürlich auch zu irgendeiner Lösung zu kommen. Kommen wir einmal zu den Theorien. Die erste Theorie ist, dass Mary Boyle vielleicht noch am Leben ist und das ist ja, wie ich euch schon gesagt habe, auch die Theorie der Mutter Anne. Sie glaubt, dass Mary von einem kinderlosen Ehepaar entführt wurde und eben woanders aufgewachsen ist und das klingt irgendwie ja schon sehr hoffnungsvoll und ich denke mal auch, dass die Mutter das glauben möchte, damit sie irgendwie noch ein erträgliches Leben führen kann.
Ich glaube schon, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das so war, leider eher gering ist. Ich denke auch, wenn man wirklich ein Kind entführen möchte, dann fährt man nicht unbedingt in ein Sumpfgebiet in Irland. Also das klingt schon irgendwie ein bisschen komisch, aber man kann es auch nicht zu 100% ausschließen. Die zweite Theorie ist, dass Mary vielleicht doch bis zur Hauptstraße gegangen ist. Also die nächste Hauptstraße war schon in einiger Entfernung. Sie hätte auf jeden Fall etwas weiter laufen müssen, aber es ist ja auch nicht unmöglich. Und dass sie dort vielleicht irgendwie angefahren wurde und da eben St. Patrick's Day war, haben auch viele Leute ja ein bisschen mehr getrunken und vielleicht kam es dann zu einem Unfall. Die Leute haben Panik bekommen und haben sie dann irgendwie im Auto verschwinden lassen. Diese Theorie ist natürlich auch wie die andere Theorie möglich, aber ich halte es auch für eher unwahrscheinlich. Die nächste Theorie ist, dass sie vielleicht im See ertrunken ist, wobei man da ja sagen muss, der See wurde ja wirklich komplett abgesucht und ihre Leiche kann ja nicht irgendwie von dieser Welt einfach so verschwinden, wenn sie dort wirklich ertrunken wäre. Und zudem waren ja auch die ganzen Fischer am See, als sie verschwand, und die hätten dann ja auch irgendwas mitbekommen. Die nächste Theorie ähnelt etwas der Theorie mit dem See, nämlich dass ihr auch etwas in der Natur auf jeden Fall zugestoßen ist, aber dass sie vielleicht tatsächlich in eine ungünstige Richtung gelaufen ist und dann vielleicht in irgendeinem Sumpf versackt ist oder was auch immer. Auch wenn die Sümpfe in der Gegend ja abgesucht worden sind, kann ich mir trotzdem vorstellen, dass das vielleicht passiert sein könnte. Ja, und ich weiß ja nicht, wie viele Sümpfe es da gibt, wie tief die sind, wie gut man die tatsächlich absuchen kann, aber ich halte es auf jeden Fall noch für eine Möglichkeit. Ja, und die letzte Theorie ist die Theorie, dass sie entführt und ermordet wurde. Daran glaubt ja auch die Zwillingsschwester Annie. Und diese Theorie ist natürlich leider am wahrscheinlichsten. Die Frage ist dann, ob es ein Bekannter oder ein Fremder war. Ich würde auch eher davon ausgehen, dass es gerade in dieser sehr einsamen Gegend eine Person war, die Mary kannte. Und tatsächlich kam später auch noch ein Detail heraus, was irgendwie von der Polizei so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wurde. Da fragt man sich auch, warum. Denn dieser eine Fischer, Peachy, sagte später aus, er hätte kurz bevor die Eltern zum See kamen, einen roten VW wegfahren sehen. Und das Ganze kam ihm irgendwie merkwürdig vor. Er sagte dann später aus, er hatte das der Polizei auch direkt gesagt gehabt. Ich frage mich, warum er das nicht direkt den Eltern auch gesagt hat. Also irgendwie weiß ich auch nicht ganz, ob diese Information so 100% stimmt. Aber ich habe gelesen, dass er das anscheinend der Polizei gesagt haben soll, aber dass dieser Hinweis nicht ernst genommen wurde. Die Fischer sollen zu dem Zeitpunkt allerdings auch illegal am See gewesen sein. Vielleicht gab es deswegen auch irgendwie Streitigkeiten mit der Polizei und einige ja, Unstimmigkeiten, das weiß ich nicht so genau. Ja, komme ich noch mal kurz zu meinen Gedanken. Ich habe das ja eben schon so ein bisschen reingeworfen. Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass sie vielleicht in irgendeine falsche Richtung gelaufen ist und dass hier irgendwas passiert ist in der Natur. Da fragt man sich natürlich, ja, aber warum wurde sie dann nicht gefunden? Aber ja, man weiß ja nicht, wie weit sie letztendlich noch gelaufen ist. Vielleicht ist sie auch die ganze Nacht irgendwo umhergeirrt und ist wo ganz anders irgendwie gelandet, wo man eben vielleicht auch noch nicht gesucht hat. Auf der anderen Seite kann ich mir aber auch wirklich gut vorstellen, dass sie entführt und ermordet wurde, gerade weil ihre Zwillingsschwester Annie so fest davon überzeugt ist. Und ich glaube auch daran, dass Zwillinge schon irgendwie eine besondere Bindung zwischeneinander haben und dass die eine Person schon irgendwie spürt, was mit der anderen Person passiert ist. Und die Zwillingsschwester scheint sich auch wirklich so extrem sicher zu sein, dass Mary von einer ihr bekannten Person entführt wurde. Deswegen tendiere ich im Endeffekt auch dazu, ja, diese Theorie zu glauben. Und ich finde es irgendwie auch so naheliegend, dass irgendjemand sie beobachtet hat. Ich weiß nicht genau, ob der Onkel und die ganzen Nachbarn so genau untersucht wurden. Also ich schätze mal schon, aber da gibt es auf jeden Fall nicht wirklich öffentliche Details, weil ja, natürlich, man darf keinen verdächtigen, aber ich denke auch, dass Mary ihren Entführer tatsächlich gekannt haben muss. Ja, schreibt auf jeden Fall gern, wie immer, ja, eure Theorien und Gedanken zu diesem Fall in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal hoffentlich gesund und munter wieder. Ich weiß nicht, ob ihr es an meiner Stimme hört. Ich bin immer noch erkältet. Es kann jetzt auch mal wieder weggehen. Es wird irgendwie momentan immer schlimmer. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Und wie gesagt, wir sehen uns das nächste Mal wieder.